Wer ist besser? 30 Goldspiele, 20 Diaspiele oder 10 Unreal-Spiele? Heute finden wir es heraus, denn ich habe 6 von euren liebsten Content-Creator zusammengetragen, die jeweils im Duo diese Teams anführen werden. Dabei habe ich die Map in 3 Teile aufgeteilt, wo jedes Team bis zur Zone 2 von 12 Zeit hatte, sich den perfekten Loot zu holen. Denn im Anschluss, wenn die Zone angekommen ist, war das Fighten erlaubt. Der Battle Bus fliegt los und dabei teilten sich die Leute gleichmäßig auf die Map auf. Dabei gingen die meisten Goldspiele nach Reckless Railways, ein paar nach Classic Court, Lavish Lairs und auch nach Sooty Steps und Pleasant Piazza. Die anderen Spieler flogen dabei zu Brawlers Battleground und Mount Olympus, wobei sich die Deal-Spieler gleichmäßig auf The Underworld und Grimgate aufteilten. Könnte ich komplett aufteilen. Lavish oder Reckless ist relativ egal. Auf Grim Glacier könnt ihr auch mitnehmen, theoretisch. Musst du ein bisschen aufpassen wegen der Zone. Ich gehe Underworld, Queasy, du gehst Grimgate. Aber bitte teilt euch auf, okay? Und schaut, dass wir so ein bisschen so ein 50-50-Split haben, okay? Max und Duomate kommt Mount Olympus mit. Silas, du kommst Mount Olympus mit und die anderen gehen alle zu Brawlers Battleground. Dann haben wir genau die Hälfte. Und wenn sich alle aufgeteilt und hochgelötet haben, gab es bei den anderen Spielern schon das erste Problem. Oh, er ist gestorben. Oh ja. Hey, warte mal, Dank Browns ist ja tot. Ich, ja, aber er ist da. Er ist da, ja. Aber der Rest gerade, ja, der ist hier am Bot gestorben. Ey, ich bin so lustig, Bro. Jetzt hat ja jemand an den Boss gestorben, ne? Bro, warte. Oh mein Gott. Das war sogar ein Unreal-Spieler. Schau mal. So fängt's an. Irgendein Unreal-Spieler geht an den Boss down. Also bitte. Das sagt ja schon wieder alles, wie gut die Unreal-Spieler tatsächlich sind. Okay, er wird wieder geholt. Er war gerade kurzzeitig genockt, aber ist wieder am Start. Aber bei den Goldspielern sah es in dem Fall auch nicht viel besser aus. Digga, wer ist hier denn gestorben? Komplett OP-Loot. Nein, da ist jemand an den Bot gestorben. Oh no. Von unserem Team. Nein, das kann nicht sein. Nachdem sich die Leute jetzt weiter hochgelootet haben und natürlich auch Vampire ein bisschen Trash-talkten. Ich sag dir ehrlich, ich glaube die Unreal-Spieler, mich würde es sehr triggern, wenn die gewinnen, ne? Gold würde ich es gönnen, ja. Sag ich dir ehrlich. Wurden dabei auch die ersten Strategien geteilt. Wir sollten auch auf jeden Fall drauf gucken, Diamantspieler, dass wir uns eine Sturmvorhersage holen. Und am besten ist es ganz wichtig, dass Queasy und ich die bekommen, okay? Damit wir euch die Calls geben können, wo wir hinrotieren. Düst mal kurz Richtung Pleasant Piazza zum Vorhersagetower. Wir fahren zwar in Zone, aber der lohnt sich, den zu haben. Das Ding ist aber auf jeden Fall, wäre geil, wenn wir einen Radio-Tower haben. So, wenn einer von uns die Zone voraussieht, Digga, das wäre schon... Ja, safe. Lass uns gleich mal checken, wann die kommen. Kommt die Spawn immer in der zweiten Zone? Ja, genau. Und wenn sich jetzt die Anspiel aufmachten, um sich einen Vorhersagetower zu holen, haben auch die Deal-Spieler die gleiche Idee gehabt und sind gemeinsam nach Pleasant Piazza rotiert. Wir gehen alle zu der Sturmvorhersage von Pleasant Piazza, okay? Ja, ganz wichtig, nicht einlösen, wenn ihr den Bot habt. Warte, hier, Jungs, steig mal bitte aufs Auto drauf. Beide Teams kamen aber leider zu spät, denn die Goldspieler von Snooty Steps haben diesen schon bereits eingenommen. Nein, der wurde jetzt gerade reingemacht. Umdrehen. Hier sind welche. Ist das unlucky? Gut, dann müssen wir ohne Vorhersagetower spielen. Oben ist mir der Yo-Bro. Ja. Hey, hier sind Gegner. Weg, Rückzug. Das sind die anderen Spieler. Rückzug, Jungs. Wurden die Goldspieler im Anschluss direkt, da die zweite Zone schon geschlossen war, von den Deal-Spielern in Pleasant Piazza gefightet. Das ist Gold! Bro, das ist Gold! Gold ist neben uns, Queasy. Ja, wollen wir die dann fighten? Ja, ich würde schon sagen, oder? Ja. Aber bleibt auf Distance, Jungs. Die sind ultra lost. Ich weiß nicht, was die hier machen. Das sind nur 2-3, ne? Die Fights sind jetzt eröffnet. Und ich glaube, hier sind schon die ersten Deal-Spieler, die Goldspieler fighten. Da ist schon ein Goldspieler genockt in der Zone. Nein, wir gehen mal kurz rein hier. Holt die einfach. Die sind hier close. Bleibt auf Distance, Jungs. Bleibt auf dem Berg. Wir haben hier Zap Gamer, wir haben hier Hemi. Ah, das sind zwei. Okay, hier wird, glaube ich, 1-2 Goldspieler getötet. Und hier ist auch einer. Domi. Face Domi Pro geht down. Auch wieder ein Goldspieler, der weg ist. Bisschen random gewesen. Und wenn ihr jetzt nicht so random down gehen wollt, wie die ersten Goldspieler an den Deal-Spielern, ist es unglaublich wichtig, dass man keine Lags hat. Und dafür braucht man einen guten Gaming-PC. Und davon gibt es mehr als genug bei meinem neuen Partner MyPC. Denn diese Firma hat sich darauf spezialisiert, gute Gaming-PCs für hohe FPS zu erstellen. Und Creator wie Rubix oder auch PokerX haben nämlich schon PCs von MyPC. Dabei muss man die PCs gar nicht mal selber zusammenbauen, denn diese werden schon komplett fertig geliefert. Diese müsst ihr dann nur noch einstecken und könnt eigentlich schon gefühlt loslegen mit dem Gaming. Auch eine Windows-Vollversion ist bei jedem Kauf natürlich integriert. Neben einer super, super guten Bewertung bei Trustpilot und super vielen begeisterten Kunden ist auch das Preis-Leistungs- Verhältnis für diese PCs echt sehr, sehr, sehr gut. Und um diesen Deal jetzt einfach nochmal zu toppen, könnt ihr jetzt einfach auf die Website von MyPC gehen und euch einen PC raussuchen, der euch gefällt. Diesen könnt ihr dann einfach in den Warenkorb packen und wenn ihr euch dann noch ein zusätzliches Mauspad raussucht und den Code Johnzy eingibt, kriegt ihr dieses Mauspad kostenlos dazu. Also checkt gerne MyPC ab, wenn du einen neuen Gaming-PC brauchst, natürlich der erste Link in der Videobeschreibung. Und wenn jetzt ein paar Goldspieler an den Deal-Spieler down gegangen sind, haben sich die anderen Goldspieler in Center Zone beim Sturmvorhersagetower getroffen. Ich würde sagen, kommt mal alle langsam Richtung so Mitte zwischen Reckless und Restroid Reef. Ja, wir können jetzt actually bei den Radio Tower treffen, wenn du auch kommst. Ich bin da gerade beispielsweise. Easy, dann aber lass uns da mal treffen. Nachdem sich dann die Goldspieler den Radio Tower geholt und auch die Karte dann eingelöst haben,
Alright, perfekt, Jungs, Kurs. Auch mal ein bisschen Liebe zeigen. Sind sie komplett im Norden wieder zu Classic Courts rotiert? Jungs, wie gesagt, Richtung Classic kommen, okay? Das ist ganz wichtig. Ihr dürft nicht irgendwie jetzt hinten irgendwie noch da beim Radio Tower stehen, weil da kommen die jetzt alle hin. Währenddessen haben sich die ganzen Angespieler in Fencing Fields Autos geschnappt und sind als Kolonne komplett in den Norden der Map gefahren. Magicin vorne ran, hinten dran, zwei Backup-Autos, wo die ganzen Angespieler schon reinpassen. Das ist halt so krass. Die sind halt so klein auf der Map, sie rotieren jetzt Richtung Lavish Lairs. Ich würde sagen, wir warten einfach so ein bisschen Lavish hier auf nächste Zone. Und wenn jetzt die Goldspieler in Classic Courts und die Anvil-Spieler in Lavish Lairs waren, haben sich jetzt die ganzen Deer-Spieler zwischen Restored Wheels und Grimgate positioniert? Zwischen Grimgate und Restored Wheels. Genau da gehen wir jetzt hin, würde ich sagen. Ist wahrscheinlich aktuell ein 25 zu 20 zu 10, würde ich jetzt mal so spontan sagen. Vielleicht ein 27 zu 20 zu 10. Aber es ist auch nochmal dazu zu sagen, wir spielen hier im Duos. Das bedeutet, ein paar Goldspieler, die vielleicht auch genockt sind, können auch wieder revived werden. Ja, okay, nice. Übernächste Zone geht in Rebel und Lavish. Einfach die halbe übernächste Zone ist einfach im Wasser ganz oben. Das Ding ist, rein theoretisch könnten wir jetzt aber auf diese Insel, auf diese große Insel, über Lavish Lair da, die im Wasser ist, einfach hinschillen. Weil der würde uns niemals jemand angreifen und wir sind in der übernächsten Zone. Und wenn jetzt die ganzen Goldspieler zur Insel rotiert sind, haben die anderen Spieler diese gespottet und es kam zum ersten Fight. Oh mein Gott, jetzt die ganzen Goldspieler rotieren jetzt hier hinten entlang. Sie gehen jetzt auf die Inseln. Oh, du musst ein bisschen aufpassen, die sind jetzt auch schon bei Lavish drin, ne? Die ganzen anderen Player. Interesting, aber Magicin auch jetzt. Das heißt, da könnte es gleich clashen. Da hinten sind gelbe Leute. Ja. Oh mein, die sind auf der Brücke, das sind richtig viele, pass auf. Okay, Magicin zieht jetzt doch erstmal wieder nach hinten durch und hier drüben haben wir die Goldspieler. Und wenn sich jetzt ebenfalls die Goldspieler auf ihre Insel zurückgezogen haben. Lass weitergehen auf die Insel. Dann kommen alle hinter über die Ziplines auf die Insel, über Lavish Lair. Ganz, ganz im Norden quasi oben. Und die anderen Spieler jetzt einfach bei Lavish Lair gestayt sind, haben sich die Deer-Spieler auch noch einen anderen Goldspieler gesnackt. Ah, hier ist ein Goldspieler, hier ist ein Goldspieler. Okay, ich komme. Der kommt in deine Richtung. 50. Crack. Nice, Jungs. Stark, ihr seid die Besten. Genau so, Jungs. Genau so im Team spielen. Stark gespielt. Die ganzen Deer-Spieler claimen sich wahrscheinlich jetzt hier unten die Insel. Wollen wir das zur Insel? Können wir machen, ja. Alvi und Queasy jetzt auf dem Weg zur Insel. Und während Alvi und Queasy mit ihrem kompletten Team auf die Insel rotiert sind, gab es aber zwei Deer-Spieler, die sich an die Anvil-Spieler angesneakt haben. Können wir einsteigen? Hä, hier ist ein blauer Skin. Ja, der blaue ist ein Griefer, glaube ich. Lass ihn kurz pushen. Nee, das ist ein anderes Team, das ist hier. Der ist in Lavish. Der ist in? Hä? Meine Pump schießt. Der ist Crack. Wird weg am Puls. Der ist in Lavish drin. Oh, mir ist noch ein blauer. 63, nun. Ja, warte, ich geh in W King. Er hat minus 90. Komm mit. Crack. Und Spiel. Dead. Nice. Stark gemacht. Hat gerade Anvil ein paar Kills gemacht? Okay, da wird gedanced. Bedeutet, Anvil hat hier gerade wieder einen Kill gemacht. Ja, es sind auch bloß noch 53 Leute am Leben. Und während sich jetzt die Goldspieler auf der Insel versammelt hat, Anvil in Lavish Lair und natürlich auch die Deer-Spieler auf der fliegenden Insel, ist die nächste Zone zu den Goldspielern gepult, weswegen Deer und Anvil rotieren musste. Die Goldspieler auf der hinterletzten Ecke. Aber vielleicht wissen die, was wir nicht wissen, und die wissen, wo die Zone hingeht. Und okay, die übernächste Zone ist sogar halt auf der Insel. Das ist geil. Warte mal. Wenn das jetzt Anvil-Player sind, dann sind die Anvil-Player gerade genau zwischen den Gold-Playern und die Diamond-Playern, ne? Das ist eigentlich relativ gut. Deswegen so, wir dürfen auf gar keinen Fall im Sandwich geraten. Dir jetzt auf der Insel oben drauf und searcht jetzt auf die Anvil-Spiele, auf die paar Hansel. Anvil, das Anvil vor uns. Alle hoch auf die Insel. Warte nicht, das kommt. Oh mein Gott. Okay, Jungs, baut einfach Deckung. Geht Lavish zurück, Jungs. Geht alle Lavish zurück und baut dort am Haus am besten was auf. Probiert ein paar Anvil-Spiele zu hitten. 18. 46, Junge, die kriegen echt Damage. Pass auf, aber nicht sniped werden, ne? Nicht sniped werden, aufpassen, ne? Ich bin so mal so gespannt, was die gleich für eine Taktik haben. Wir haben die Insel, sehr gut. Stark, Junge, stark. Ihr seid so gut, ne? Ihr seid so gut. Ich bin echt happy mit euch. Und wenn sich jetzt die anderen Spieler zu Rebel Root zurückzogen, gab es ein goldenes Team, was wieder versucht hat, die Insel einzunehmen. Ey, da kommen Goldspieler! Da kommen Goldspieler auf die Insel hoch! Und ich hab halt auch. Da fliegen welche. Gold! In der Luft, Gold, Jungs, in der Luft! Was? Also, die sind ja so los, die Goldspieler. Der wird jetzt gesearched. Nein. Mein Bester, mein Allerbester. Okay, er kommt weg. TXMI23. Will jetzt hier wahrscheinlich ins nächste Rift rein. Was unten? Er chillt jetzt erstmal unter dem Ding und hielt sich. Die ganzen Tierspieler oben drauf und unten ein Goldspieler. Bruder, wenn du jetzt ins Rift reingehst, bist du tot. Oh, er wird gesniped. Oh, wird jetzt unten auch gefightet. Da kommt der Arc-Suffix runter. Er muss jetzt bauen. Er will jetzt hier weg. Arc-Suffix. Okay, er ist im Rift. Ich glaube, er ist tot. In der Luft. Der ist gerade geriftet. Gold? Ja, Gold. Das ist Gold, Jungs. Auf den Goldspieler, in der Luft. Wie das aussieht. Jetzt gibt's mal ein bisschen Kovacs Aim-Trainer hier. Kovacs Aim-Trainer auf TXMI. Und, Digga, was ist das denn für ein Geschoss? Er ist tot. Schade. Wieder ein weiterer Goldspieler, der
hier raus ist. Aber er ist dead, ist dead. Nice, stark, 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 Jungs. Hier, okay, ab in Zone. Wir jumpen alle ab in Zone jetzt. Let's go. Okay, die ganzen Dierspieler rotieren jetzt weiter vor. Claimen sich jetzt hier den Berg, machen jetzt hier eine neue Box. Und während Dier jetzt reinrotiert ist, haben sie auch wieder Unreal-Spieler gesichtet. Was ist das hier, Unreal vor uns? Das ist halt jetzt ultra schwierig zu erkennen. Der ist Unreal, der ist 100% Unreal hier. Er ist Nice, 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 Shark. Shark, Jungs, Shark, jetzt sind die Besten, geil. Es sind noch 50 Leute und 28 Teams. Und wenn sich jetzt die Unreal-Spieler zu Rebel Roots durchschlagen wollten, wurden sie von den Dia-Spielern gechased. Okay, kommt mal alle Unreal-Spieler nach Rebel Roots. Hinter uns ist ein Dia-Spieler, hier. Warte, snipe ihn. Er sniped an, aber nur Buddy. Ja, alle, die bei Rebel sind, lass uns mal oben drauf eine kleine Base bauen. Schön aus Brick, einmal so ein, zwei hoch. Lass alle zum Haus, okay? Wir replacen das Haus. Wir bauen dann einen fetten Tower jetzt hin, okay? Ja, nein, nein, warte, guck mal, diese Medaillons, die haben Sturmvorhersage. Lass da hingehen, da ist die Next Zone. Hundertprozentig. Dann lass da hin. Guter Call von Queasy. Hier. Okay. Full die Dia-Spieler. Oh ja, blau, Süden, alle auf Süden. Achtung. Queasy, pass auf, ne? Obwohl, hier ist direkt ein anderer Spieler. Ja, es ist. Wir beide dürfen nicht da hingehen. Okay, hier, wir claimen hier den Tower. Jungs, hier. Da, hoch. In der Luft, Jungs. Der, hab ihn. Kalte. Quiz hat einen Unreal-Spieler geholt, nein. In der Luft. Ich kalte. Okay, warte mal. Alle, die Blitz haben, mal ganz kurz nach oben kommen. Nehmt mal ganz kurz den Blitz nur in die Hand, dass wir sehen, wie viele Blitze wir haben. Nur in die Hand nehmen wir ganz kurz. Und wenn sich Dir und Unreal bereit machten für einen großen Fight, kam die Zone an und zeigte, dass sie wieder auf die komplett andere Seite rotieren mussten. Wir haben perfekt Zone. Das ist krass. Jungs, die komplette Insel, auf der wir sind, hat Zone, ne? Das geht wirklich gar nicht besser. Lass uns in die Zone rechts lang, wo wir hergekommen sind. Lass mal runter. Wir spannen die Blitze auf. Und die ganzen Goldspieler sind jetzt schon in der Zone drin und Dir und Unreal müssen jetzt reinrotieren. Oh, wollen wir jetzt schon mal reinrotieren? Ich wollte gerade sagen, unsere Insel ist so ganz minimal ganz vorne noch in der übernächsten Zone wieder. Gold ist drin, Dir rotiert jetzt über rechts und Unreal über links und versuchen jetzt in die Zone reinzukommen. Wir fahren komplett außenrum, ja. Okay, los. Einfach in Zone rein, straight up. Und dann auf der rechten Seite bleiben. Also wir nehmen praktisch die Seite von der Brücke ein, also nicht auf die Insel oder so rüber. Und wenn jetzt Unreal und Dir reinrotiert sind, sind die Unreal-Spieler in ein Sandwich geraten. Unreal rotiert jetzt in den Autos rein, Noah hat keinen Platz mehr. Ich glaube, es sind 9 Unreal-Spieler, die noch leben. Lass einfach, wenn wir hier in Zone sind, direkt aufbauen. Oh mein Gott, die anderen haben da... Was haben die denn da gemacht da hinten, ne? Ja, was geht denn da für ein Bildfight? Quincy, was ist das? Ist das eine Skybase? Wenn jemand an Fallschaden stirbt, der kriegt einen Zehner. Was? Nicht von mir. Nein, nicht sein Ernst! Nein! Oh nein. Mein. Du kommst doch wirklich auf dumme Ideen. Gelb ist auf der Insel, wir fahren noch ein bisschen weiter. Wir nehmen hier vorne in Zone ein. Die Frage ist jetzt, von wo kommen jetzt die Dia-Spieler? Dia-Spieler haben sich jetzt hier oben eingebaut und werden jetzt noch abgesprayt. Vor uns sind die ganzen Unreal-Spieler, Jungs! Spray die! Die kleine Spot! Wir werden W-Keyed, 100%. Ich sehe gerade gar nicht gut aus wie die anderen Spieler. Die haben gerade richtig Probleme. Im Bildfahrt drin hier bei uns. Lass ihn kurz pushen, das ist ein Gelber. Er ist weg. Okay, hinter dem Bildfahrt an. Die Spieler jetzt hier vorne rotieren jetzt auf die Brücke drauf. Wir müssen ein bisschen hoch noch. Ey, alle mit der Jaws sind alle auf derselben Stelle, ne? Und da Unreal so gesplittet rotiert ist, gab es jetzt ein paar Leute, die einfach zurückgeblieben sind. Hier, die sind auch richtig gesplittet. Oh, hier, Unreal, alle im Auto, schießt das Auto ab. Alle das Auto abschießen. Das sind Unreal-Spieler. Okay, das sieht gar nicht gut aus. Nein. Werden jetzt hier auch gefightet, 2 Unreal-Spieler. Mitten in den Dia-Spielern drin. Westen, Richtung Nordwesten, genau die, ja. 30. Max, der jetzt hier komplett gesprayt wird. Unreal-Spieler sind jetzt komplett gesplittet. Wir haben hier vorne ein paar Unreal-Spieler und 2, die jetzt nicht mehr dazukommen, die jetzt einfach abgespalten wurden. Und da geht jetzt Queasy drauf. Also in den Boxen, meine ich. Wir aimen rein mit Blitz in 3, 2, 1, jetzt reinschießen! Und. Set hat 2, hat 3! Nice, stark. Die Blitze, was machen die Goldspieler denn? Hä, das sind Unreals, oder? Was machen die mit den Blitzen auf uns? Und jetzt werden hier Blitze drauf geheatet. Die Unreal-Spieler wollen jetzt natürlich die Dia-Spieler abfacken, damit ihre Leute weiter rotieren können. Max, der jetzt hier komplett drinnen ist. Spray mal ein bisschen auf die Unreal-Spieler vor uns. Also auf die vor uns jetzt gerade, die nicht in Zone sind. Wir haben Zone, wir haben alles. Kannst du headgehen? Max will jetzt zurück in die Zone. Witz von Pimped In, der vorhin genockt war. Wieder gefightet. Die ganzen Goldspieler befinden sich hier drüben. Wir haben jetzt hier richtig 3 Lager. Übrigens, die Zone ist sogar bei uns im alten Gebäude. Nein, das ist so crazy. Also wirklich, wir haben einfach das Zonenglück. Kann Max noch irgendwas machen? Oh, es gibt Storm Search. Storm Search ist jetzt wirklich aktiv. Ich hab Knock bei mir, on me. Er ist runtergetoppt, der ist hier unten bei mir. Hab Finish. Aber hier ist noch blau im Bild für den Gut. Loot. Alter, du hast Search. Dankeschön. Jungs, wenn ihr ein bisschen Search braucht, dann pickaxe euch einfach ein bisschen. Und während jetzt alle gerade komplett am Schützen waren, war auch Dave halt wieder mit den God-Calls dabei. Jonesy ist dead. Sehr wichtig. Alter, was? Max, einfach hier Imposter und Noah auch. Warte, hier, Ami. Haben wir eine Box. Nein, ach, Digga, ich krieg's nicht. Wir laufen mal den blauen Moment her. Das ist voll dumm, dass die vor uns rotiert sind. Ich auf der Seite, das ist gefährlich. Pass auf. Hier, vor uns ist ein Unreal-Spieler, Jungs.
In den Metalbots hier. Es sind schon Inseln hier. Ist perfekt. Bleib hier einfach. Alter, die fighten so dolle, ne? Ja, okay, 105 wieder. Auf Anwesen wieder. Oh mein Gott, Max. Noah holt ihn sich. Big Klatsch von Noah. 10 HP. Holt sich jetzt den Dia-Spieler. Hat jetzt hier wieder guten Loot. Das könnte richtig wichtig sein für die anderen Spieler. Max, jetzt hier vorne drin, wird jetzt auch gefightet von Alvi. Alvi gegen Max. Okay, Max hat jetzt richtig Probleme. Nutzt die Flügel, um vorzurotieren. Die Zone geht auch aufs Wasser. Okay, wir müssen moven, Quizzy, wir müssen moven. Was, hinter uns? Oh, wir gesniped von, ja, von rechts, die Gelben schauen bis nach uns. Die Gelben haben Zone, was? Die Zone geht einfach wirklich gleich zurück, ne? Das ist so gut für uns. Alter. Digga, 40 Spieler, Sektor als FNCS, Junge. Okay, wie machen wir das? Also ich hab einen Gist, wir könnten... Obwohl, das geht ja nur für uns beide. Die anderen kriegen ja keine AP. Okay, warte mal ganz kurz. Lass kurz vorlaufen ein bisschen. Mach einfach ganz kurz von hier unten, blitzt einfach bei Gelb rein. Gist, lass die griefen. Habt ihr gegrieft oben? Jetzt vorrotieren, unter die rotieren. Und wenn jetzt alle versuchen, in die Zone zu rotieren, ist Max leider down gegangen. Ich glaube, Max ist down. Nee, Max immer noch am Leben. Bild von Hemi. Hemi gegen Max. Hemi ist drin. Oh mein Gott, Hemi holt ihn nicht. Aber Max geht jetzt down. Max geht down, aber im Anschluss ging das riesige Battle um Highground los. Okay, wir claimen Highground jetzt. Hi, 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 auf Highground. Alle hoch, Jungs, alle hoch, alle hoch. Wir müssen jetzt um sein. Also, die machen einen unglaublich guten Job hier. Die Goldspieler machen einen unglaublich guten Job, aber Alvi auch jetzt. Alvi, nein, doch nicht. Alvi auf dem Highground. Mal 5 hier unten. Guck mal, der ist Solo, Jungs, da unten im Wasser, Jungs. Das ist ein Solo-Diamond-Spieler. Fähigkeit auf den Raubsprayen. Langsam zurückrotieren, Jungs, langsam zurückrotieren zu unserer Base. Einfach alle hier rüberkommen. Wir spielen Lowdown aus. Das ist in Ordnung, wir gehen nachher auf High. Dead. Crack deiner. Oh mein Gott. Ah ja, ja, ich sehe. Oh mein Gott, ich bin dead. Oh, warte, ich kann nicht holen. Queasy gegen Dave Knight. Dave Knight geht down. Dave Knight ist down. Der erste Content Creator, der hier weg ist. Aber Trios direkt da. Und Trios will ihn auch direkt wieder resen. Hast du irgendwas zum Heil noch für mich? Ja, ich, warte, hier. Weg, sag schon. Wir splashen uns da nochmal. Ich habe nur noch 113. Ich habe nur noch 113 Mets. Kannst du was droppen, Bro? Oh mein Gott, neben uns. Nein, ich bin dead, Queasy. Irgend so ein Goldspieler ist reingedroppt. Oh mein Gott, Alvi. Alvi auch genockt durch die Goldspieler. Das ist unlucky. Du kannst mich aber resen, Queasy. Ich bin fein, wenn du zu mir kommst. Du musst mich nur reinschmeißen, 2-3 Boxen. Aber Queasy immer noch am Leben. Alvi wird einfach nicht gefinished. Nein, ich wurde gefinished. Fortnox noch am Start. Okay, jetzt ist Alvi offiziell down. Dave Knight ist wieder am Leben. Trios immer noch auf Lowground. Ich glaube, nach oben werden wir nicht kommen, Jungs, sag ich ganz ehrlich. Ist zu risky. Versucht euch unten auf Lowground zu treffen, okay? Wir machen jetzt neue Strat, wir müssen einfach zusammenspielen, versuchen zu tappen. Wenn sich jetzt die Dia und Goldspieler die ganze Zeit um den Highground gebattelt haben, sind die Anvil-Spieler vorrotiert und wollten jetzt auf Highground gehen. Wo sind die ganzen Anvil-Spieler? Leben noch Anvil-Spieler? Der gelbe, Achtung, vor uns. 15 weit, 15 weit, hier vor uns, lass ihn rein, Markin. Ja, komm. Ab in Full Piece. Warte, ich frei. Wo ist denn der? Oh mein Gott, der kommt raus. Crack! Wo ist denn? Oh, hier, One Spiel. Dead an. Okay, pass auf. Wir steppen richtig viele. Bei mir ist ein Gelber. Hab ihn. Das war ja los. Maybe gehen wir ahead hier auf den Bergen auf High. Ja, lass jetzt mal vorgehen. Gott, warte mal. Guck mal hier, über uns. Maybe können wir den wie griefen. Wir können hier High aufbauen, Die Anvil-Spieler sind vorne. Magic noch am Leben, Niklas noch am Leben. Der einzige Content Creator, der jetzt down ist, ist Alvi. Das hast du. Jetzt, ihr müsst wirklich auf Queasy jetzt hören, okay? Alles, was Queasy sagt, macht das bitte. Hier sind die Anvil-Spieler. Ganz vorne sind die Anvil-Spieler. Oh mein Gott, ich werde in der Luft gesniped. Storm Surge wieder am Toben. Die ganzen Leute müssen jetzt wieder vorrotieren. Die Zone rotiert jetzt wieder auf die andere Seite der Insel. Unreal ist vorne. Unreal will jetzt sich auch den Highground claimen. Noch ein paar Lieder hoch, sehr gut. Lass einfach full overlayern, weil wir haben eh ja, alle hier zusammen genug Mets. Und genau unter uns laufen Gelbe. Spam. Jetzt mit den Goldspielern unten im Tab, die Dia-Spieler in Midground und die Unreal-Spieler auf Highground waren noch bei jedem Team genügend Leute am Leben, um die Runde zu gewinnen. Das heißt, jetzt ging die finale Phase los. Gold jetzt auf Lowground. Wir sind gerade in Metal-Tab, Jungs. Ganz unten, fast ganz unten. Zweiter Layer. Sind ganz viele Goldspieler. Ihr müsst das eben ein bisschen durch die Box noch sehen. Ich glaub, Dia ist so gut wie down. Nein, Queasy, hier unten noch. Queasy immer noch hier unten erleben. Komm, Jungs, nach vorne. In die Box. Dead. Nice, stark. Finish die beiden. Bro, wir sind noch viele blaue, ist gut. Oh, Monkey Tom wird gesniped und jetzt hat Unreal Highground. Weggesplitzt. Achtung. Hä? Ich hab nicht connecten können. Wenn ihr noch Blitze habt, dann ballet ihr einfach irgendwo rein. Ja, okay, ich mach jetzt. Egal, ich mach jetzt den Gottesblitz. Ciao. Der ist sicher Kackblitz gewesen. Oh, die machen Blitze in uns rein. Trios und Dave Knight super low beide. Trios jetzt diesmal down. Dave Knight nur noch ein paar HP. Und das sind die Dia-Spieler. Die Dia-Spieler holen sich jetzt hier die Goldspieler auf Lowground. Ich bin tot. Oh, es laggt zu sehr. Das ist so am Laggen, ne? Oh mein Gott, ich habe auch 10 HP.
Nein, ich wurde auch geholt. No way. Komm, Jungs, ich glaube an euch. Okay, ich glaube, das wird eine Sache zwischen dir und Unreal, oder? Oh mein Gott, da gehen welche auf Highground hoch. Dir will jetzt auf Highground hoch. Ein gelber Flick mit Flügel. Dead. Hab nur noch 300 Mets. Irgendwer anderer muss am besten vorbauen jetzt. Ja. Hier ist aber wieder noch ein Goldspieler. Wild Lama. Ah, GG's, schade. Bis zu dem Zeitpunkt, das unglaublich gut für die anderen Spieler aus, bis dann das passiert ist. Dann ist einfach. Oh mein Gott, danke. Oh mein Gott, das war ein bisschen... Nein, das war, was passiert? Ja, ich wollte die Mets holen gehen. Ihr schafft das ohne mich, ihr schafft es ohne mich. Queasy noch am Leben. Ich glaube, unten ist nur noch dir. Gold wurde offiziell ausgelöscht. Es ist eine Sache zwischen dir und Unreal. Ja, ich glaube, das war's. Oh mein Gott. Hä? Das ist Unreal? Queasy, auch down jetzt. Wurde von den Blitzen geholt durch die Anwesspieler. Die ganzen Tierspieler gehen jetzt nach oben. Und jetzt geht's, jetzt ist der finale Fight. Komm, jobbt einfach alle runter. Komm, einfach alles rein da. Okay, rein, komm. Dominat. Und rein da. Ich glaube, es ist ungefähr gleich viele Tierspieler wie genau gleich viele Anwesspieler. Aber Unreal hat der Tigerground. Ich glaube, Unreal gemacht das. Lenny geht down an Zone. Wir sind in einer aktuellen Top 8 Situation. 7 Teams, es sind so gut wie nur noch Solos. Und ich glaube, Unreal hat es. Das ist Unreal. Ich glaube, das war der letzte, oder? Hammy geht jetzt auch down. Lebt noch jemand? Hier noch Elsie. Ich glaube, das war der letzte. Ich glaube, es gibt nur noch Unreal. Ich glaube, Unreal hat das Ding sich geholt. Das ist krass. GG ist in den Chat. Ihr habt euch trotzdem gut geschlagen, Jungs. Unreal mit noch 6 Leuten am Leben. Es hebt noch Nickers KMR. Aber ich glaube, Magikin ist auch down gegangen. Wer holt sich jetzt den Win von den Leuten hier? Oh, Top 4. Ja, tot. Noah jetzt auch low, Niklas geht down. Noah geht außerhalb der Zone, will jetzt nach oben. Jetzt hat Noah auf einmal Highground. Oh, low und Mr. ZX gewinnt das Ding. Und damit gewinnen die Unreal-Spieler. Das ist crazy, hätte ich echt nicht gedacht. Zwischenzeitlich sah das echt schlecht für die Unreal-Spieler aus. GG's in den Chat für die Unreal-Spieler. So Jungs, das war's mit dem Video. Wenn euch diese Art von Video gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne ein Abo auf diesem Kanal da. Benutzt das sehr, sehr gerne für Aider Code Johnsy. Hier sind auch wie immer alle Ehrensupporter eingeblendet. Checkt jetzt auch sehr, sehr gerne meinen Zweitkanal ab. Aber ich bin jetzt raus. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.